Hallo Bock, heide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutze, wie immer am Montag. Grauer Tag heute, Wetter macht aber nachher wieder Matze. Ich komme mal zu den Nachrichten der Woche. Ja, was hatten wir denn, Hans? Gerade Gemeindefest über zwei Tage von Samstag bis Sonntag. Und der Bürgermeister lässt schon mal sein Grußwort hier und bedankt sich ganz herzlich bei den Helfern des Gemeindefestes, Hans Grade Sommer, für die Unterstützung. Besonderen Dank natürlich an die Mitglieder der Hans Grade Gesellschaft, der DRG und der Gemeinde, Arbeiter, dem Bistro am Waldbad, dem Hotel Fliegerhain, dem Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Borkheide, dem Team von Borkheide News TV. Ja, vielen Dank und natürlich an Edda für ihren besonderen Abend. Wir haben natürlich für euch auch ein paar Bilder, die hat Matze aufgenommen. Ich war ja noch anderweitig unterwegs, nur ab und zu mal mit dem Fotoapparat zu sehen. Ja, einen wunderschönen guten Tag an die wenigen Leute, die sich jetzt zurzeit hier befinden auf dem Gelände des Hans-Grade-Museums. Im Mittelpunkt steht ja das Flugzeug und wir wollten heute und morgen mit dieser kleinen Feier an Hans Grade erinnern, 140. Geburtstag, 110 Jahre wäre er hier in Borkheide gewesen im August und 110 Jahre Landspreis der Lüfte. Und wir haben wie immer keine Kosten und Mühen gescheut und die Verwandtschaft hierher geholt. Ja, da ist er, Herr Professor Grade. Wir begrüßen ihn mal ganz herzlich, der immer wieder gerne hier ist seit einigen Jahren. Ja, es besteht die Möglichkeit, dort drin im Flugzeug gibt es eine Ausstellung, die ist neu gemacht worden von den Mitgliedern der Hans-Grade-Gesellschaft, die sich zu besichtigen oder anzuschauen. Es wird auch in den nächsten Jahren sicherlich einiges am Flugzeug noch passieren, so wie der Stand der Dinge zurzeit ist und auch im Innenraum wird sich etwas verändern. Es ist ein bisschen locker gestaltet, man sieht es ja, die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, hallo, aus Bad Belzig und Borkheide begrüße ich ganz herzlich. Die Jungs von der Modellsportgruppe, nochmal hallo, das ist schön, dass ihr da seid und heute hier Hausrat und morgen die LRG. Hallo, hallo, hallo. Ja, wo sind sie denn alle? Alle verschwunden. Udo, hallo, danke und danke an meine Familie, die hier hilft. Kühns sind leider abhanden gekommen. Also heute Nachmittag, wer noch Lust hat und möchte, Heike würde um 15 Uhr eine Fahrradtour durch Borkheide machen, gleich ist morgen. Und die Veranstaltung läuft dann heute Abend bis 21 Uhr, 21.30 Uhr und wird am Ende mit einer Kinoverführung enden. Ich möchte noch Borkheide News natürlich herzlich begrüßen. Ja, Matthias, und danke für die Technik. Ja, schönen Dank. Leider ist heute keiner noch nicht da von unseren Gemeindearbeitern für die Arbeit, die gemacht worden ist. Die haben sich hier aufgestellt in Kooperation eigentlich mit Familie Kühn. Da einen besonderen Dank. Und nochmal einen besonderen Dank auch an Jakina, die da oben durch die Tür guckt, die nämlich auch dafür verantwortlich ist, dass diese Ausstellung wieder neu gemacht worden ist im Zusammenhang mit Heike, unserer Ortschronistin. Ja, ich würde noch jetzt mal kurz Burkhard Startzeichen geben lassen und dann ja, viel Spaß heute. Ja, auch im Namen der Hans-Grade-Gesellschaft möchte ich alle Anwesenden hier auf dem Platz herzlich begrüßen. Das Wetter spielt ja glücklicherweise mit, heute und morgen, wie wir wissen. Und lasst es euch gut gehen, das Essen und Trinken, für Essen und Trinken haben wir gesorgt. Wer interessant hat an der Maschine, ich bin gerne bereit, Vorträge zu halten, wie alle anderen auch. Hans-Dieter Seifert ist auf dem Weg hierher, der einer der wenigen wichtigen Leute, die wir kennen. Heike, du kümmerst dich persönlich um ihn in irgendeiner Form, ihr arbeitet ja sowieso zusammen. Ich wünsche uns einen schönen Nachmittag. Hoffentlich kommen noch ein paar Gäste zusätzlich. Morgen wird es wahrscheinlich etwas voller. Herzlich willkommen nochmal auch im Namen der Hans-Grade-Gesellschaft. Dankeschön. Ja, danke Burkhard. Um nochmal kurz auf morgen zurückzukommen. Morgen wird es dann hier um 17 Uhr noch einen besonderen Abend geben. Und zwar wird die Brandenburger Big Band hier einen Auftritt haben. Ja, und morgen ist ab 13 Uhr hier wieder geöffnet. Kann jeder kommen, wieder gucken, wieder schauen. Und Heike wird, wenn interessant ist, um 15 Uhr nochmal Fahrrad. Genau. Fahren wollen. Ja, schönen Dank und viel Spaß. Nochmal einen wunderschönen guten Tag. Ja, Tag, guten Abend. Ja, eigentlich schon 17 Uhr. Heute der letzte Punkt des Hans-Grade-Sommers oder des Wochenendes, besser gesagt, gestern und heute. Du sagtest Karl-Darm.
Ja, und die Brandenburger Big Band als Abschluss des Programmes bis ca. 19 Uhr oder ein bisschen vorher, weil es wird ja dann dunkel. Hier müssen noch einige Sachen abgebaut werden, nur dass der zeitliche Rahmen eben halt begrenzt ist. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und würde jetzt aber der Edda das Wort erteilen. Die kann dazu doch mehr sagen im künstlerischen Bereich als ich. Jo. Dankeschön, Andreas, unser Bürgermeister. Ich finde, er hat einen Applaus verdient. Ne? Schließlich hat er ganz, ganz viel dafür getan. Und auch die Hans-Grade-Gesellschaft, danke, dass wir hier sein dürfen, dass wir euer Fest bereichern dürfen. Und ja, auch Dankeschön, liebe brandenburgische Big Band, Kalam und so weiter. Schön, dass ihr mal wieder da seid. Viel Spaß und euch, ja, wie sagt man? Toi, 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 jawohl. Also, ja. Okay. Ja, da war richtig was los gewesen oder auch gelegentlich, je nachdem, wie man das sehen möchte. Jedenfalls ging diese ganze Veranstaltung über 2 Tage. Und ich denke mal, wenn sich das jährlich wiederholt, wird der Zulauf dort auch noch etwas stärker werden. Jedenfalls habe ich hier noch so ein paar Sachen. Und zwar ist hier ein bisschen was liegen geblieben. Ich habe hier noch so eine Sonnenbrille hier, so eine Kindersonnenbrille und hier einen Zauberstab, der seinen Meister verloren hat hier, ja. Also ich meine, ich weiß gar nicht, ob der funktioniert. Ich probiere es einfach mal. Hex, Hex! Oh, wo bin ich? Ich sehe mich überhaupt gar nicht. Na sowas aber auch. Muss ich doch mal schauen, ob ich das wieder zurückgezaubert kriege. Hex, Hex! Zack, und da bin ich wieder. Ja, toll. So, das funktioniert also, das Ding, wie ihr gesehen habt. Wie gesagt, ein Zauberstab ist liegen geblieben. Wer den vermisst, kann sich den hier bei mir abholen. So, dann gab es natürlich, gibt es noch Informationen, zum Beispiel vom Waldbad Borkheide. Da wird mitgeteilt, dass die Badesaison zu Ende ist, 2019 jetzt wirklich zu Ende ist. Und das Waldbad, das Team des Waldbads Borkheide dankt allen Gästen, den Rettungsschwimmer, den Helfern und dem Team der Gaststätte, die auch in diesem Jahr wieder zu einer erfolgreichen Saison beigetragen haben. Unfallfrei bis auf das eine oder andere Wehwehchen und einem Einsatz mit Rettungswagen, aber nicht durch das Element Wasser bedingt. Da war wohl eher die Hitze schuld gewesen. Aber auch das wurde durch das Team im Waldbad korrekt und erfolgreich bearbeitet. Ja, jetzt müssen sie noch die Saison auswerten und die Vorbereitung für den Weihnachtsmarkt stehen in den Startlöchern, geht ja bald wieder los. Und der Verein freut sich auf die Teilnahme vieler Vereine und regionaler Anbieter. Die erste Zusammenkunft ist am 2.10.2019 um 18 Uhr im Waldbad. Die zweite folgt am 6.11. Ebenfalls um 18 Uhr. Und wer an den Vorbereitungen teilnimmt, sichert sich den Platz am 14.12. Natürlich werden die bisherigen Teilnehmer auch persönlich informiert. So, auch die Jugendfeuerwehr lässt bekannt geben, dass wieder großes Schrottsammeln angesagt ist, wie jedes Jahr in der Feuerwehr, und zwar am 28.09., das ist wie immer ein Samstag. Also wer noch viel Schrott hat und das für die Feuerwehr loswerden will, weil das Geld kommt natürlich der Jugendfeuerwehr zugute, kann das am Samstag rausstellen und das wird durch die Freiwillige Feuerwehr abgeholt am 28.09. Auch die Gaststätte am Waldbad hat ebenfalls am 28.09. eine Veranstaltung. Und zwar ab 17 Uhr heißt es wieder, O-Zapft ist in der Gaststätte am Waldbad. Es gibt 100 Liter Freibier, Weißwurstbrezeln und auch Leberkässemmeln und natürlich Mucke. Also auf zum Oktoberfest ins Waldbad am 28.09. So, kommen wir zum Sport. Fußball wieder angesagt gewesen an diesem Wochenende, und zwar hat die E-Jugend gespielt, und zwar die Spielgemeinschaft Brück Borkheide, und die haben zu Hause 7:4 gegen den Werderaner FC Viktoria gewonnen und in der Tabelle stehen sie jetzt auf Platz 3. Natürlich haben auch die Herren gespielt, und zwar der BSV gegen die Spielgemeinschaft FC Borussia Belzig 2 und TSV Wiesenburg 2.
Gewonnen hat natürlich, was heißt natürlich, das ist schon so selbstverständlich geworden eigentlich, ja, der BSV mit 6:1. Mir hat leider die große Kamera gefehlt und deswegen musste Björn richtig ran und mit meiner GoPro ein paar Aufnahmen machen, die wir hier mit eingeschnitten haben in unser Video. Vielen Dank, lieber Björn, dafür. Und hier ist des Trainers Wort zum Sonntag. Markus, uns lacht die Sonne ins Gesicht. Ja, sehr schön. Das war jetzt das vierte Spiel in der Saison gegen Spielergemeinschaft Belzig-Wiesenburg. Genau. Große Kritik kann man an unserer Mannschaft nicht hinterlassen. Nee. 6:1, sehr erfolgreiches Spiel gewesen. Genau. Dein Fazit? Ja, also wir haben heute auch konstant, sage ich mal, gut bis teilweise sehr gut durchgespielt. In der ersten Halbzeit muss man einfach sagen, Chancen zu viele liegen gelassen, ja, aber zig ausgespielt, da hätten wir eigentlich höher führen können als nur 3:1, aber selbst da hatte ich eigentlich nie das Gefühl, dass wir richtig gefährdet sind. Ne? Also der Gegner war jetzt offensiv nicht so stark und wir haben es relativ gut unter Kontrolle gehabt. Konnten heute ein bisschen experimentieren, haben mit Dreierkette gespielt, ist dann auch ein bisschen ungewohnt, aber das müssen wir auch mal hinkriegen. Und letztendlich war es dann souverän, oder? In der zweiten Hälfte. Ja. Spielst du das mit drei Toren runter, 6:1, ja. Genau, es sah sehr sicher aus. Also ich habe jetzt mal unser Maskottchen hier ins Bild gerückt. Ich hoffe, es ist zu sehen. Ja, war ein Top-Spiel gewesen. Eigentlich hatten wir nicht so wirklich Angst gehabt bei dem Spiel. Das wirkte doch sehr führend von unserer Mannschaft, oder? Ja, also so haben wir es auch eingestellt vorher in der Kabine. Wir haben gesagt, wir nehmen einfach mal auch noch mal ein Stück mehr Selbstvertrauen mit aus unserer Spielweise, was wir können. Wir haben jetzt gegen den letztjährigen 8. und 9. vorher gespielt und gewonnen und jetzt gegen den 12. gespielt. Da kann man dann auch vielleicht ein bisschen was aus der Tabelle lesen, dass der Gegner vielleicht nicht der allerstärkste ist. Und dann müssen wir den natürlich auch zu seinen offensichtlichen Fehlern, die er immer mal vielleicht macht, zwingen, anstatt ihn spielen zu lassen. Deswegen haben wir sehr offensiv aufgestellt, sind draufgegangen, haben die sehr früh gestört, dann haben sie Fehler gemacht und dann haben wir unser Tor gemacht. Also heute auch sehr gut umgesetzt, was wir halt vorher gesagt haben. Also ziemlich sicheres Spiel gewesen. Wir brauchen gar nicht so viel zu erzählen. Nur herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft, natürlich auch von Matze, der heute woanders unterwegs ist, und auch von Stefan aus dem Hotel Fliegerheim, Stefan Rüde-Mösentin, der schon mitbekommen hat, wie der Stand ist, weil ich da immer schnell mit dem Handy unterwegs bin. Vielleicht lag es auch einfach daran, weil Borgheide Gewinner 2019 da hinten stand. Das hat allerdings, glaube ich, nicht so viel mit dem Fußball zu tun, als vielmehr grundsätzlich mit dem BSV 90, die ja zweiter Gewinner bei Sterne des Sports geworden sind am Dienstag und mit 1.000 Euro für die Jugendmannschaften nach Hause gegangen ist. Oh, sehr schön, das wusste ich gar nicht. Hast du nicht gelesen? Liest du nicht Facebook? Nein, ich bin gar nicht bei Facebook. Du bist gar nicht bei Facebook, nee. Du hast gar nicht mitgekriegt. So was mache ich nicht. Da war ich am Dienstag mit gewesen. Ja. Total, wirklich herzlichen Glückwunsch an den BSV 90. Ja, der John-Peter Dostal und Bernd Schulz haben ja den Wettbewerb haben an dem Wettbewerb teilgenommen, haben diese ganzen Unterlagen ausgefüllt und der BSV 90 hat den zweiten Platz von 6 Mannschaften errungen. Ja, ist wie unser Fußballabschluss in der letzten Saison gewesen, ja. Oder? Ja, da waren nur ein paar mehr Mannschaften. Nee, super Spiel gewesen, viel mehr braucht man nicht erzählen. Ganz herzlichen Glückwunsch nochmal und danke. Nächstes Wochenende am Sonntag geht es um 13 Uhr los in Werder. Ne? Nee, gar nicht. Das ist gar leider nicht. Abgesetzt. Ach, okay. Die spielen nicht, die haben Weltkindertag und haben eine Veranstaltung in Hamburg, sind gar nicht da, das ist abgesetzt. Wir haben jetzt leider 3 Wochen richtig Pause, weil danach sind 2 Wochen spielfrei. Das ist ein bisschen ärgerlich, so eine Unterbrechung jetzt, wo wir eigentlich ganz gut dabei sind. Wir gucken mal, vielleicht bringen wir ein Testspiel dann wieder zwischendrin. Ja, siehst du, das habe ich gar nicht gewusst. Ich habe nur bei Fußball reingeguckt, habe das gesehen. Ja, also wie gesagt, wir haben jetzt 3 Wochen frei. Die Mannschaft hoffentlich nicht. Die müssen weiter trainieren, damit der Lauf erhalten bleibt, oder? Ja, natürlich. Und wenn wir denn wirklich jetzt mit dem Testspiel höchstens noch dazwischen haben, können wir was fast wie eine Vorbereitung jetzt wieder machen. Also nochmal richtig schön klotzen für den Rest der Saison. Dann. Okay, Markus, herzlichen Glückwunsch nochmal zu dem sicheren Sieg. Danke. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ja, vielen Dank, Markus. War ein tolles Spiel gewesen. Und wie ihr es gehört habt, durch die vorgezogenen Spiele und die Absetzungen steht das nächste Spiel erst wieder am 20.10. um 14 Uhr auf Heimischen Sportplatz an. So sich denn bis dahin nichts weiter ändert. Bilder von dem Spiel kommen auch noch später auf Facebook. Ich muss die erst noch aufarbeiten. Das ist doch alles ein bisschen viel gewesen am Wochenende. Mal schauen, wie ich das schaffe, weil die nächsten Termine stehen ja auch schon wieder in den Startlöchern. So, das soll es schon wieder von mir gewesen sein hier. Jetzt fehlt noch der Matze. Der muss sein Wetter bringen und der Matze ist ja ein bisschen angekränkelt. Ich hoffe, er kann das mit dem Wetter wieder ausbügeln. Hier ist sein Bericht.
Hallo Lutze, hallo Borkheide, hallo Welt. Heute nur ganz kurz, weil das Wetter hat mich so ein bisschen mit angegriffen. 17 Grad heute und Regen, aber gesehen, morgen kann immer noch so ein bisschen Regen kommen. Bewölkt wird es auf jeden Fall sein. Die Nachttemperaturen daher noch ein bisschen höher. Im Verlauf der Woche kommen wir aber mit den erhöhten Sonnenstunden dann auch wieder und wolkenlosem Himmel auch zu kälteren Temperaturen in der Nacht. Wieder bis zu 7 Grad runter. Also ganz schön frisch in der Nacht, aber zum Wochenende sehen wir nochmal die 20 Grad und ein bisschen Sonnenschein und das macht es auch ganz angenehm. Soweit von hier, eine schöne Woche gewünscht. Tschüss. Ja, lieber Matze, pfleg dich mal ordentlich, trink eine Tasse Tee, dann wird es bis nächsten Montag bestimmt wieder gut werden und das nächste Wochenende kommt ja schon wieder, da ist bestimmt wieder viel Action. Jo, das war's hier bei Borkheide News TV schon wieder gewesen am Montag. Wir sehen uns wieder nächsten Montag, wie immer, hier bei Borkheide News TV auf unserem YouTube-Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Lutze. Und tschüss.